Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich muss ein Geständnis machen. Es gibt nicht viele Dinge, die ich bedauere in meinem Trainingsleben. Wo liegt hier das Geständnis? Ihr kennt viele von diesen Videos und ich denke mal, jeder Fitness-YouTuber, der was auf sich hält, hat schon eines davon gemacht. Dinge, die ich nun anders tun würde, wenn ich nochmal zurückreisen könnte. Oder wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, was würde ich ändern und so weiter. Alle haben da ihre Top 3, Top 5, Top 10 gemacht und in diesem Fall werde ich euch auch mal erzählen, was ich tun würde, was ich anders tun würde, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, beziehungsweise was würde ich meinem Anfänger-Ich zuflüstern, was er definitiv anders machen sollte. Und da kommt jetzt die große Enttäuschung, die ich schon mal vorwegnehme. Es wird nicht allzu viel sein. Das liegt daran, dass ich schon immer alles, was ich getan habe im Leben, mit sehr viel Theorie begleitet habe und mich sehr weit in die Materie eingefunden habe. Ich habe auch im Bodybuilding nicht einfach nur erstmal angefangen, an den Maschinen rumzuspielen und an den Gewichten und bin dann Stück für Stück weiter reingekommen und habe mehr darüber erfahren oder Leute haben mich aufgeklärt. Nein, ich habe diese Wissenslücken ganz aktiv füllen wollen, habe schon von Anfang an viele Leute gefragt im heimischen Studio und natürlich das Ganze mit Trainern gemacht und dann Bücher gelesen und so weiter, den ganzen langweiligen Kram. Deswegen gibt es tatsächlich nicht viel. Umso beachtlicher, umso mehr beachten wir natürlich die, und letzten Endes sind es drei Dinge, die ich herausgefunden habe, die ich definitiv anders machen würde. Und hier ist das erste. Ich würde die Arme nicht mehr so schwer trainieren. Dazu habt ihr sicherlich schon rausgefunden, wenn ihr länger den Kanal verfolgt oder mich verfolgt, dass ich schon ein Verfechter und ein Fan des schweren Trainings bin. Zum einen muss das Training wirklich hart sein, zum anderen erreicht man diesen Grad der Härte auch damit, dass man das Gewicht sehr fixiert steigert von Mal zu Mal und auch tendenziell recht hohe Gewichte benutzt. Das bedeutet aber trotzdem kontrolliert. Ja, es gibt gezielte Abfälschmethoden, findet ihr da. Aber natürlich trotzdem wollen wir nicht irgendetwas reißen und es geht auch nicht darum, unter 5 Wiederholungen zu kommen. Das war so meistens meine magische Grenze, aber ich habe sehr gerne in dem Bereich von 5 bis 10 Wiederholungen trainiert und eben war darauf bedacht, immer sehr stark die Gewichte zu steigern. Allerdings muss ich sagen, habe ich in der zweiten Trainingshälfte, meines Trainingslebens herausgefunden, dass das für die Arme gar nicht notwendig ist. Diese werden schon enorm schwer mitbelastet durch den Muskel, den sie unterstützen. In diesem Fall die Brust für den Trizeps oder Rücken für den Bizeps. Wenn also der Lat einmal ein enorm schweres Gewicht im dreistelligen Bereich bewegen muss und das mit nur 6 Wiederholungen, dann macht das auch der Bizeps. Und das ein zweites Mal zu machen, und zwar isoliert, nur der Bizeps, und da auf 6 Wiederholungen runterzugehen, das hat mir ziemlich schnell mehr geschadet. Früher habe ich darüber hinweggesehen und dachte, gut, das ist eben Verschleiß, sowas passiert. Die Ellbogen gehen dann manchmal kaputt, dann wartet man wieder, dann macht man das Gleiche aber wieder. Dann wartet man wieder, wenn sie wieder kaputt gehen und so weiter. Das muss aber gar nicht sein. Diese kleinen Muskeln reagieren recht gut, wenn ihr die beim zweiten Training, wohlgemerkt, das erste war dann vielleicht mit dem Rücken, mit dem großen Muskel, automatisch mit. Wenn man sie bei dem isolierten Training, wo man sich nur um die Arme kümmert, ruhig mal mit mehr Wiederholungen trainiert, ruhig mal eine Art Pump-Training macht und nicht mehr die enorme Versessenheit und Härte reinbringt wie bei dem großen Muskel. Und darüber hinaus auch natürlich gut aufwärmt das Ganze. Dadurch entsteht nicht so ein großer Verschleiß, den ich sowohl durch die Trizepsübungen habe, als auch durch die Bizepsübungen. Und das würde meinen Armen sicherlich gut tun. Letzten Endes sind sie jetzt sogar in der zweiten Hälfte, trotz dass ich nie wieder an die alte Form rangekommen bin, von der Stärke her, von der Regeneration her und so weiter, trotzdem massiger geworden und sehen einfach besser aus. Es geht also mit weniger Gewicht und etwas mehr Wiederholungen. Definitiv etwas, was ich anders machen würde. Als ich mir überlegt habe, was es noch wäre, sind mir vor allem sehr spezielle Übungen eingefallen, die ich wahrscheinlich von Anfang an nicht so fokussiert machen würde und so ziemlich aus meinem regulären Trainingsplan streichen. Das bedeutet nicht, dass ich sie niemals ausprobiert hätte. Das ist der Unterschied zu den anderen Sachen. Aber definitiv nicht so versessen trainiert hätte, nicht auch hier bei diesen Übungen immer bis zum Muskelversagen und mit hohen Gewichten und so weiter. Und wahrscheinlich hätte ich mir zugeflüstert, gebt nicht so viel Priorität drauf, die sind unwichtig. Mach sie mal, wenn du Bock hast, probier sie mal zwischendurch aus, aber lass sie zu 95% aus deinen Plänen weg. Und das Ding ist, das sind alles Übungen, die zu 80-90% in meinen Plänen drin waren.
Und deswegen habe ich die mal alle zusammengefasst, bevor ich jetzt einzelne Übungen mache. Und dabei handelt es sich um die folgenden 5 Übungen. Nummer 1, Kreuzheben. Kreuzheben hat mir ganz schön den Rücken eher kaputt gemacht, denn ich habe es ziemlich weit getrieben. Ich habe sehr hohe Gewichte benutzt, habe irgendwann 180 Kilo gemacht und ja, so manch einer von euch dort wird jetzt grinsen und sagen, ach, das ist doch gar nichts. Damit habe ich allerdings 8 Wiederholungen geschafft und habe das Gewicht nicht abgesetzt. Das heißt, ich habe wirklich kurz vor dem Boden gestoppt, bin wieder hoch und das als jemand, der damals gerade 86 Kilo wog. Das ist gar nicht mal so übel. Und egal, ob ihr stärker seid oder nicht oder manch andere da draußen stärker sind, mir persönlich hat das Ganze nicht gut getan. Das hat zu einem enormen Verschleiß beigetragen und sicherlich dafür gesorgt, dass ich später im Basketball dann mal irgendwann meine Bandscheiben rausgeschossen habe. Direkt 2 an der Zahl und die da drüber und da drunter liegende auch noch dehydriert. Und seitdem ist mein Körper ein anderer. Etwas, was ich zutiefst bereue, und ja, jetzt kann man sagen, du weißt doch gar nicht, ob es daher kommt, aber ich weiß definitiv, was Kreuzheben mit mir gemacht hat, welche Regeneration ich danach brauchte und auch, was mit anderen Leuten geschieht. Es gibt sehr prominente Beispiele, die sich dadurch den ganzen Rücken zerschossen haben. Und generell wissen wir, das ist nicht die gesündeste Übung. Da muss man auch nur einmal vielleicht einen kleinen Technikfehler, Formfehler drin haben in der 5. Wiederholung, obwohl ich es sonst recht gut beherrschte. Aber wer kann sich schon konzentrieren bei so einem Gewicht? Und dann ist es irgendwann aus. Abgesehen von dem Verschleiß und jetzt muss man auf das Individuelle eingehen, ich, wie ich hier bin, bin nicht dafür geschaffen. Manch einer von euch vielleicht auch so. Der wird das machen, selbst wenn er sie falsch macht, kann sie bis in alle Ewigkeiten machen. Ich zumindest nicht. Und deswegen würde ich meinem Ich sagen, lass es raus. Und Kreuzheben war bei mir so ein Prinzipding. Hat auch gut aufgebaut, aber nein, das war es nicht wert. Nummer 2 bei den Übungen ist Schulterdrücken. Schulterdrücken gehörte für mich immer dazu. Das war vor allem im Kopfkrieg. Wer Schultern aufbauen will, muss drücken. Schulterdrücken ist eine der absoluten, würde ich sagen, vielleicht Top 6 bis Top 8 Übungen, die man machen muss. Grundübungen einfach. Und ich hatte es in jedem Trainingsplan drin. Egal ob mit Kurzhanteln, Langhanteln, Multipresse, Schulterdrücken musste dabei sein, das ist obligatorisch. Und ich wette, für viele von euch ist das ganz genauso. Und selbst wenn man denkt, ich fühle darin die Schulter gar nicht so sehr, ein Stechen vielleicht nur vorne, aber nicht den ganzen Schulterkopf. Ich kenne sogar die Theorie und nicht nur von Gotti, sondern auch von vielen anderen, dass eigentlich das Seitheben das Wahre ist. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen drücken und da kann ich doch von dem Gewicht viel höher gehen. Komm, das machen wir aus Prinzip rein. Tja, mir persönlich hat es, glaube ich, eher geschadet. Zumindest habe ich aber niemals einen signifikanten Unterschied bemerkt. Und in den Trainingsplänen, in denen ich es drin hatte, habe ich weder einen besonders tollen Pump gehabt, noch das Gefühl gehabt, dass ich dadurch mehr gewachsen bin, als wenn ich mal Trainingspläne nur mit Seitheben hatte. Jetzt mache ich seit fast einem Jahrzehnt keine Priorität mehr damit. Und siehe da, meine Schultern sind genau die gleichen, wenn nicht sogar stärker geworden. Also auch das Schulterdrücken muss nicht sein. Nummer 3. Hackenschmidt-Kniebeugen. Ja, ich habe nie Kniebeugen, freie Kniebeugen großartig gemacht. Von Anfang an eine Übung, die mir nicht gefallen hat, wo ich kein gutes Gefühl hatte, als Basketballer sowieso nicht. Aber die Hackenschmidt, darin habe ich mich verliebt. Was passiert jedoch, wenn eine Maschine jetzt auch geführt ist zusätzlich? Ja, man kann noch mehr Gewicht nehmen. Und das habe ich getan. Beine und Rücken waren immer meine absolut stärksten Muskeln. Und das waren auch mit Abstand die, die ich am intensivsten trainiert habe und wo die Trainingseinheiten dementsprechend am härtesten waren. Deswegen auch der Vierersplit, weil die beiden natürlich auch dann isoliert waren in dem Vierersplit. Nur Beine am Beintag und nur Rücken am Rückentag. Dementsprechend mussten Hackenschmidt-Kniebeugen auf die Prioritätliste gesetzt werden und jede Woche wusste ich, heute machst du wieder 5 Kilo mehr, wieder 5 Kilo mehr. Ich habe es zu einem sehr stolzen Gewicht gebracht und alleine nur das Gewicht rauszudrücken, ganz am Anfang, war schon echt hart. Und das waren mit die heftigsten und auch stolzesten Trainingseinheiten, die ich mit meinem damaligen Trainingspartner hatte. Doch wozu hat es geführt? Strammere Schenkel? Nicht unbedingt. In allem anderen habe ich sie auch mehr gespürt, hier war es eine Prinzipsache. Definitiv würde ich sagen, das bringt es doch nicht. Bring da mehr Gefühl rein, bring da mehr Pump rein, mach da was anderes. Selbst wenn ich dadurch eigentlich gut aufgebaut habe, aber ich könnte durch andere Übungen auch nur 90% davon aufbauen, würde ich mir dazu raten. Definitiv sicherlich nicht das Gesündeste gewesen. Zusätzlich auch noch für meinen Rücken, der sowieso schon durch Kreuzheben angeschlagen war. Und dann haben wir 2-mal den Trizeps. Zum einen Dips mit Zusatzgewicht.
Auch eine Übung, eine große Grundübung, die einzige Grundübung, kann man sagen, so ziemlich für die Arme, beziehungsweise für andere auch eine richtig gute Brustübung. Und so viele Leute von euch werden darin recht schnell recht stark und sind dann stolz darauf, den ganzen Turm zu benutzen oder mit großem Zusatzgewicht und dem Gürtel und der Kette dann auch noch 40, 50 Kilo dran zu hängen und damit zu dippen. Ich gehörte dazu und habe das wahnsinnig gerne gemacht. Es existieren da draußen noch Videos, wo ich das Ganze mache, mit Ketten drumherum und so weiter. Und dann bin ich da wirklich lang gelaufen mit dem breiten Walk, hatte die Kette dazwischen, hatte da drei 15er dran und war stolz wie Oscar, das Ganze dann auch noch auf Wiederholungen zu machen. Letzten Endes hat es meine Ellbogen ziemlich zerschossen. Genauso wie Platz Nummer 5, French Press auf Gewicht. Ja, ich habe schon gesagt, ich würde die Arme nicht mit viel Gewicht trainieren in der ersten. Aber speziell diese Übung hat mir eine ganze Menge Schaden herbeigebracht. Teilweise sogar recht akut. Ich konnte sofort evaluieren am nächsten Tag. Mein Ellbogen hat es nicht gut getan. Aber wer erstmal French Press irgendwann macht mit 80, 85 Kilo, mit 6, 7 Wiederholungen, der weiß, wovon ich rede. Vielleicht auch für einen oder anderen da draußen gar nicht mal so hart und nicht so schlimm für die Ellbogen. Für mich wiederum doch. Und definitiv ein No-Go. Streich sie, probier sie gar nicht erst aus und lass diese beiden Übungen, Dips und French Press, schwer weg. Und damit kommen wir nun zu dem dritten Punkt. Schultern aufwärmen. Von Anfang an eine Schulteraufwärmroutine zu haben. Ich hatte 15 Jahre meines Trainingslebens keine Probleme mit der Schulter. Ich wusste immer, das ist so eine der absolut fiesesten Dinge, die Bodybuildern, Krafttrainierenden, Fitnesstrainierenden passieren kann. Irgendwas an der Schulter, weil alles geht über die Schulter. Selbst wenn man die Beine teilweise trainiert, geht es über die Schulter, wenn man Hanteln festhalten muss. Wenn die Schulter kaputt ist, kann man es eigentlich in dem Sport komplett vergessen. Und ich hatte nie Probleme damit. Ich hatte alles andere, aber nie Schulterprobleme und war recht stolz drauf. Und da war ich teilweise so wie einige der Kommentatoren hier unter meinem Video. Auch da hätte ich gesagt, hey, egal was du schreibst, mit dem Schulterdrücken oder mit nicht aufwärmen, mir passiert das nicht, ich kann das alles machen, seitheben, ich habe diese Probleme nicht, aufwärtsrudern, ich habe sie nicht. Und es ging immerhin über ein Jahrzehnt gut. Die meisten von euch haben noch nicht einmal bis jetzt 15 Jahre ihres Lebens trainiert. Das ist durchaus eine große Erfahrung. Ich habe noch mal 10 Jahre obendrauf. Will ich damit jetzt angeben? Nein, aber ich will euch nur sagen, es ist sehr spät gekommen. Irgendwann erst vor circa 4-5 Jahren habe ich Schulterprobleme bekommen. Aber dann, wenn es soweit ist, ist es vorbei. Dann habt ihr nicht mehr die gleiche Schulter. Jetzt bewegen sich die Schultern von mir, obwohl ich es überwunden habe, unterschiedlich. Sie sind nicht mehr koordinativ so stark und auch von der Kraft nicht mehr so. Ja, ich kann zum Glück die Masse und die Optik irgendwie halten, aber dazu musste improvisiert werden und es gab anderthalb Jahre, die wirklich nicht schön waren. Warum? Wo hätte ich ansetzen müssen? Eine Trainingseinheit davor? Nein, es war nichts Akutes. Wahrscheinlich 20 Jahre zuvor, als ich angefangen habe zu trainieren. Wärmt eure Schultern auf. Vor dem Brusttag und vor dem Schultertag mindestens. Und richtig gut. Keine Sorge, dass ihr dadurch eine Rep weniger macht oder so etwas. Wärmt sie gut auf, habt einen guten Pump und startet dann ins Training. Das sind die drei Dinge, die ich definitiv anders machen würde. Und wer jetzt diese optimale Schulterroutine zumindest mal sehen möchte, direkt weitergucken. Hier in diesem Video erfahrt ihr, wie ihr optimal eure Schultern aufwärmt. Macht das von Anfang an, egal in welchem Jahr ihr sitzt seid, und das wird besser sein für euch. Ansonsten abonniert den Kanal und verpasst kein Video mehr. Empfiehlt ihn weiter. Schaut euch mal die ganzen anderen Videos an. Hier gibt es noch einige wertvolle Tipps. Da muss ich mich auch nicht mal wiederholen. Und nun ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Like noch nicht vergessen. Bis dann, euer Gotti.